Einen wunderschönen, wunderschönen. Ich melde mich zurück mit Teil 2 meines Unpackings für heute. Wir hatten im ersten Teil die Syclabs-Produkte und jetzt haben wir dieses schöne Paket von JPC Jazz Pop Classic, Your Global Music Player. Könnte sich jetzt vielleicht an ein oder andere denken, wenn er diese Flagge im Hintergrund sieht oder auch die, vielleicht das Shirt. Was macht der bei JPC? Naja, ich habe etwas gefunden, etwas, wo ich schon 2 Monate etwa oder 3 Monate sogar schon meine Augen drauf geworfen habe und wo ich mir dachte so, soll ich was bestellen? Ich weiß es nicht, das kostet doch ein bisschen viel. Und jetzt habe ich auf gut Glück einfach nur wieder einmal in diesen Shop rein gesehen und das Teil war reduziert und natürlich habe ich dann zugeschlagen. Aber um was geht es? Finden wir es heraus. Das Teil ist auf jeden Fall wesentlich besser verpackt als das Syclabs-Teil. Ja, bist du deppert. Einmal. Komm. Zweimal. Hier auch noch einmal. Zack. Zack. So, und jetzt machen wir mal hier den Schnitt. Und hier den Schnitt und was so Schönes. Auch hier. Ui, viel! Auf jeden Fall schon einmal Props für die Verpackung. Props für die Verpackung, dass es alles schön aussortiert. Kann man jetzt ein bisschen suchen, aber da. Boah. Ich will hier jetzt keine Sauerei machen. Ich glaube, ich werde nicht drum rumkommen, um ein bisschen was Sauerei zu machen, oder? Boah. You know what? Schönes Ding. So, hier noch einmal verpackt und das ist eine schöne Sauerei. Ja. Gut, das ist ja nicht so schlimm. Kommen wir zum wichtigen Teil, nämlich dem Unpacking für dieses schöne Teil hier. So, ein kurzer Schnitt, weil der Akku meiner Kamera leer war. Jetzt gehen wir aber direkt in medias res. Oh, eine sehr schöne Verpackung. Das ist wow! Wow! Ganz kurz. So sollte eine Verpackung aussehen. Innen auch noch wattiert. Habe ich so ehrlich noch nirgendwo gesehen. Ich meine, hallo, schaut euch das an. Da kann echt gar nichts passieren. Holy shit. Wow. So, aber jetzt. Nehmen wir das raus und hier haben wir. Na komm. Hier haben wir das gute Stück und zwar. Die Reinhard May Jahreszeiten LP-Box, die Alben von dem Jahre 1967 bis 1977. Diese wunderschöne Box. Endlich ist sie mein eigener Reinhard May, einer der besten deutschen Liedermacher, wie ich finde. Hat wunderschöne Texte, wunderschöne Lieder. Für im Grunde fast jede Stimmung mindestens einen Song parat und das sind seine Erstlingswerke. Also die Alben Ich wollte wie Orpheus singen, Ankomme Freitag den 13. aus meinem Tagebuch, Ich bin aus jenem Holze, Mein Achtel Lorbeerblatt, Wie vor Jahr und Tag, Icarus und Menschenjunges. Alles in dieser schönen limitierten Box. Ich weiß gar nicht, auf wie viel Stück das gute Teil limitiert ist. Steht da irgendwo was?
Nein, steht nicht. Aber Sie haben, glaube ich, etwas vergessen mitzunehmen. Und oh, das gefällt mir nicht so. Wenn man hier sieht, ist es ein bisschen hier, ist ein bisschen zusammengegangen. Ich hoffe, das geht mir wieder rauf. Und wollen wir uns das alles ein bisschen im Detail anschauen? Aber ich glaube, dazu mache ich ein separates Video. Auf jeden Fall hier noch einmal die große Box von Universal Music, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Und ich bin dafür, wir schauen uns jetzt die dann auch gleich im Detail an, aber das passiert in einem weiteren Video. In diesem Sinne, bis die Tage.